Servus, liebe YouTube-Gemeinde, der Erich und ich, wir sind wieder bei Tatort Distlerstube. Diesmal ein öffentliches Projekt. Wir stehen hier an einer Straße und machen einen Holzstoß. Diese Familie, wo wir hier gerade sind, haben ein Holz geerbt. Über 7 Ecken ist das gegangen. Also der Baum ursprünglich, glaube ich, haben sie gesagt, kommt ja aus Norddeutschland, wurde dann über Süddeutschland bis, also er hat einen Weg hinter sich, er wurde dann aufgeschnitten und hierher gebracht. Hier haben wir das hergeholt, der Erich und ich. Hier sieht man das Holz, das ist Kiefer, bei Kiefer ganz problematisch, jede Kleinigkeit, jeden kleinen Fehler, den man macht, wird bestraft, indem es blau wird. Hier sieht man, hier waren die Sprossen, war nass, konnte nicht abtrocknen, hier blau, blaue Pilz. Am besten man nimmt hier, es gibt so Beilag, so statt den 2x2 Lasten sowas aus Aluminium, oder dann gibt es noch normale 2x2 Lasten, die so Wellen hineingefräst haben, dann kann hier die Luft durchzirkulieren. Aber egal, die Familie hier in diesem Haus haben den ersten Stoß selbst geschlichtet. Der Erich und ich haben ihnen Anweisungen gegeben, wie sie das machen sollen. Natürlich, Erich, haben sie unsere Anweisungen befolgt? Nein. Nein. Und sie wollten die Schuld auf uns schieben, aber hier. Das unterste Teil liegt hier unten am Holz auf. Das Wasser kann hier immer herregnen. Und dann, also dieser Pfosten hier, der erste, ist auf jeden Fall mal die ersten 30 cm nicht zu gebrauchen, denn das zieht die Feuchte. Hier regnet es drauf, das spritzt dann immer her. Also das ist falsch. 2x2 Leisten schauen, hin und wieder heraus, das ist falsch. Die rechte Seite haben sie aber immer nach oben gegeben, auch nicht immer. Hier sieht man, hier ist die linke oben. Also einfach falsch geschlichtet. Das Holz wird natürlich Schaden nehmen. Diesen Stoß haben jetzt der Erich und ich geschlichtet. Wir haben unten Waschbetonplatten gegeben, damit die Auflagefläche größer ist und das sich nicht setzen kann. Haben dann Ziegel gegeben und 30 cm sollte man vom Boden weg sein. Wir haben 38,5 genommen, weil wir gesagt haben, die Sicherheit geht vor. Wir müssen es natürlich übertreiben. Wir als Vorbild hier, bei dieser Familie sind wir quasi ein Vorbild, weil sie sehen halt den Unterschied. Sie sind jetzt gerade herausgekommen, haben uns eine Wursthemme gebracht. Mit extra Gurkel und Senf, glaube ich, war ich drin, oder Erich? Erich redet schon wieder nicht. Senf drin, weil sie so zufrieden mit unserer Arbeit sind und hier alles perfekt geschlichtet. Auf was muss man noch achten, Erich, im Freien, bei der Lagerung? Also es sollte schattig sein, es sollte eine Luftbewegung sein, die Luft sollte durch können. Hier haben wir Abstand gelassen zwischen den stärkeren Pfosten und den schwächeren und kürzeren. Könnte man eventuell mit den Stapeln einfahren, das Ganze aufheben. Wir werden oben noch Blech aufgeben, schräg, damit das Wasser ablaufen kann. Das werden wir mit so einem Lochband befestigen, das haben wir schon häufiger gemacht. Erich, gibt es noch was zu berichten? Die Rinde muss weg. Die Rinde muss weg. Und das werden wir euch jetzt zeigen, wie wir das machen. Der Erich hat unlängst für sich zu Hause ein paar Bretter entrindet und hat gesagt, das ist gegangen wie Butter. Er hat das Brett hingelegt, der wurde frisch geschnitten und wenn er frisch geschnitten ist, dann geht man mit diesem Teil hin, macht es so und die Rinde geht gleich einen Meter circa weg. Und hier, das ist schon ein, zwei, drei Wochen alt, das ist schon quasi... Ja, was ist jetzt passiert? Ich habe keine Hand frei. Also, auf jeden Fall geht das nicht gut. Das macht mir keine Freude, dem Erich auch nicht. Nein, das wenn etwas keine Freude nicht macht, dann machen wir das nicht. Dann haben wir zu dieser Familie gesagt, wir fahren, wir halten diesen Drucklicht aus. Dann haben sie geweint und es wurde wirklich ganz ein Jammer. Es wurde, wir sind dann sehr sozial geworden und der Erich hat auch gesagt, wir müssen ihnen helfen. Jetzt schneiden wir das Ganze weg. Wir nehmen jetzt eine Farbschnur, hängen das hier ein. So, hier schaue ich ungefähr freie Auge durch, wo ich hin muss, dann sehe ich hier, so, passt das so, ja, dann schnallt sich das, jetzt haben wir hier einen Strich und dieser Strich wird jetzt der Erich mit seiner Makita-Säge schneiden, dann haben wir quasi eine gerade, einen Besäumschnitt und in Zukunft, wenn das trocken ist, braucht diese Familie nur mit der Laubsäge oder so weiterarbeiten. Haben die überhaupt eine Abrichthobelmaschine oder wie bearbeiten die das? Ich glaube, die wollen Zahnstocher machen. Und ich frag sie mal. Hallo, wie macht ihr dann mit diesem Pfosten überhaupt weiter, wenn das trocken ist? Es geht nur um die Lagerung, haben sie gesagt. Ja. Also sie wollen das nicht
benutzen, Erich, sie wollen nur lagern. Also das wird so lange gelagert, bis man es wegkehren kann. Pro Jahr bei Weichholz sagt man, also pro Zentimeter Trocknung, bei Weichholz sagt man, in einem halben Jahr immer ein Zentimeter wird trocken. Das ist die Daumenregel. Erich, schneidest du, soll ich die Kamera halten? Okay. Warum? Hey, warum arbeiten wir überhaupt? Haben wir nicht letzte Woche gesagt, dass wir nichts mehr machen? Ah ja. Das haben wir vergessen. Aber jetzt müssen wir fertig. Oh, ich frage sie nochmal. Entschuldigung, letzte Woche haben der Erich und ich gesagt, dass wir nichts mehr arbeiten. Das haben wir vergessen. Sollen wir das jetzt fertig? Okay. Wir sollen das noch fertig machen, Erich. Okay. Dann schneidest. Ah, Erich, vielleicht, dass du Hallo sagst. Ja, hallo, Schutzbrille, Gehörschutz. Ganz wichtig. Das ist auch sehr gut, dann hört man nicht immer den Manuel den ganzen Tag. Und das wird so. Auf was musst du da beachten? Also was musst du da jetzt. Wie schneidest du diesen Strich? Wie siehst du das überhaupt, wo du schneidest? Hier gibt es eine Kerbe, aber die muss man sehr festhalten. Die haut aus wie ein Pferd. Also ist das quasi eine Pferdsäge? Bitte? Ist das eine Pferdsäge? Ja, so ähnlich. Aha. Und gleich der Strom aus. Siehst du, der Mann ist wieder draufgestiegen auf das Kabel. Warum immer ich? Naja, weil ich nicht draufsteige. So, jetzt ist er umgedreht und jetzt haben wir den Parallelanschlag eingestellt auf das Maß, das hier am schmalsten ist, also hier mit diesem Anschlag. Und jetzt werden wir das ganze Brett auf die Breite besäumen. So, jetzt wird es noch abgekehrt, oder Erich? Ja, abkehren. Ja, kehrst du ab? Ja, na, kehrst du ab. Okay. Willst du gleich Tschüss sagen, denn nach dem Abkehren sage ich auch Tschüss. Ja, Tschüss, Papa. Jetzt haben wir hier einen Spezialbesen, er muss gelb sein. Wir haben schon mal mit roten probiert, das funktioniert nicht so gut. Also gelb muss er sein. Man hört den Unterschied. Hörst du das, Erich? Ich höre schlecht. Also, okay. Ehrlich, ich bin jetzt müde geworden. Wirklich? Vom Zuschauen? Ja. So, jetzt ist das alles abgekehrt. Das ganze Sägemehl noch vom Bretter aufschneiden. So, und jetzt schauen wir wieder die rechte Seite oben. Die rechte Seite ist hier. Wir haben schon ein Video gemacht, da haben wir Holzlagerung, Holztrocknung. Das war am Dachboden. Und jetzt wird Freilandhaltung quasi. So, jetzt lege ich das so her, rechte Seite rauf. So, jeden Meter circa sollte so ein hier vorne bündig, dass kein Regen hier rein kann, also nicht zu weit hinein kann. Und jeden Meter ist so eine Leiste. So, und das schaut zurück ein wenig. Ich glaube, wir sind fertig, Erich, oder? Ja. Wir haben alles gemacht. Wir wünschen euch natürlich wieder eine schöne Woche. Wir müssen weiterarbeiten, schneller natürlich. Die Leute, die hier wohnen, die wollen das nicht, dass wir immer so viel Videos machen, so langsam arbeiten. Die Kaffeepausen, heute am Vormittag haben wir 4 Kaffeepausen in einer Stunde gemacht. Das hat ihnen überhaupt gar nicht gefallen. Gell, Erich, zu dir haben sie dann so komisch gesagt, das geht nicht, wir müssen schnell arbeiten. Der Erich wollte dann sowas sofort abbrechen, weil er sich so unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und daher, wir werden nächste Woche wieder pausieren. Ein bisschen zurückschalten. Tschüss, Papa. Drückt gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann drückt nicht gefällt mir. Ihr könnt bei den Kommentaren Fragen stellen. Vielleicht können wir sie beantworten. Ein wenig wissen der Erich und ich alles nicht, aber ganz wenig ist bisschen. Es. Also ein bisschen. Und wir sagen Tschüss, Papa. Und wenn euch das Video gefallen hat von 1 bis 10, schreibt unten vielleicht in die Kommentare auch 10 für extrem gut und 1 für
nicht so gut. Tschüss! Ja, eh schön, aber du schneidest dreimal so lang wie ich.